Herzlich willkommen auf halb acht Film und Explore. Heute wieder aus dem Studio. Ich habe es ja so schön eingerichtet, aber sende zu wenig daraus. Ja, wir sind ja oft live. Da geht es um die Unreal Engine 5. Da arbeiten wir an unserem kleinen Spielchen. Ich kann nichts, aber wir versuchen da was Nettes rauszubekommen. Aber heute geht es mal wieder über Film und drum auch ein Video hier. Ich bin gerade ganz viel beschäftigt mit AI, Upscale. Ich habe ja viele alte Aufnahmen, auch VHS-Aufnahmen, die ich gerade ein wenig transferiere für meinen neuen Kanal. Da geht es darum, dass ich alte Werbespots oder alte Sendungen, die ich auf VHS-Kassetten finde, ein wenig aufbereite und dann hochlade. Schaut vorbei auf dem Kanal VHS-Fundstücke. Würde mich sehr freuen, wenn ich da ein paar Abonnenten gewinnen würde. Aber heute geht es auch um ein großes privates Projekt. Prinz Blechleber und die Murmeln der Freundschaften. Alter Film, den ich nicht mal hier auf dem Kanal veröffentlicht habe, weil er so alt ist und so schlecht von der Bildqualität her, dass ich gesagt habe, nee, ich bringe nur diesen Film, diesen letzten Film, Prinz Blechleber und der Fluch der Ahnen, den haben wir in HD gedreht. Ist ein tolles Filmprojekt gewesen, den habe ich hier online gebracht, aber die Murmeln der Freundschaft aus 2006, 2007, glaube ich, war er, den habe ich hier nicht veröffentlicht. Aber jetzt gibt es tolle Tools und das will ich euch vorstellen und auch ein paar Beispiele bringen, wie sowas aussehen kann. Ja, wird mit Sicherheit interessant, wenn ihr auch vielleicht alte Videos habt, die ihr für die jetzige Zeit ein wenig aufbereiten wollt. Jo, und ich habe es mir geleistet. Es gibt da ein Tool von Topaz Labs, ja, Video AI Proben heißt es mittlerweile. Und ich habe es mir echt gekauft für $299 schon vor 2 Monaten. Ich habe mir die Demo-Version runtergeladen, war echt eine nette Sache. Wundert euch nicht, wenn ihr es kauft, die Oberfläche sieht dann komplett anders aus. Und hier ist es, das Programm. Ich habe hier meinen Film aus 2007 auch schon reingeladen, in schrecklicher SD-Qualität und hatte natürlich die Hoffnung, den auf 4K hoch zu skalieren. Ich sag's gleich, 4K ist zu viel. Da wird zu viel von der AI hineininterpretiert und Stellen, die vielleicht nicht viel Struktur oder Details haben, das wird total übertrieben und wirkt nicht gut. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze in Full HD zu gestalten und da macht das Ding wirklich hervorragende Ergebnisse. Hier rechts habt ihr die Einstellungen. Ich habe mir auch schon ein kleines Preset zurechtgelegt. Blechleber SD zu Full HD 3, das ist meine dritte Version. Square Pixels 1920x1080p, das ist Full HD, im Progressive natürlich, weil es ein Film ist, in 25 Bildern pro Sekunde. Und das hier sind meine Einstellungen. Ich habe hier sehr dezent gearbeitet. Ich kenne natürlich diese ganzen Videos über Upscales von klassischen Filmen, die total schlecht aussehen. Ich habe da so einen Mittelweg gewählt, wo ich sage, das Original bleibt erhalten. Ich habe auch an der Farbkorrektur nichts geändert. Der Film ist, wie er ist, aber wirklich schön hochskaliert und ein wenig Grain habe ich eingearbeitet. Man sieht es gar nicht so, aber es ist ganz gesund, wenn man wenig Bildkrieseln drin hat, sage ich jetzt mal. Auf YouTube wird es untergehen. Und das sind meine Einstellungen. Ich hoffe, sie gefallen euch und schauen wir ein wenig rein ins Material, wie es denn jetzt im Vergleich SD, Full HD, wie es da so wirkt. Und wir beginnen mit dem Prolog des Films. Es gibt eine kleine Vorgeschichte, die hier in seltsamen Lettern dargestellt wird. In SD ein recht heftiges Ruckeln. In Full HD wird da schon einiges korrigiert und es sieht wesentlich ruhiger aus. Ich war da schon sehr zufrieden damit, wie das Ganze gewandelt ist. Hier nochmal in SD. Also hier schon eine deutliche Verbesserung zu sehen. Hier SD-Qualität, der Schorsch in der Lavahöhle. Er bewacht die Murmeln der Freundschaft hier in Full HD. Ihr seht hier im direkten Vergleich, wie das Ganze tatsächlich wirkt, wenn dieses Tool über das Filmmaterial drüber arbeitet. Besonders merkt man es an den 3D-Aufnahmen. Die waren recht niedrig aufgelöst und hier im Vergleich links Full HD, rechts SD, sieht man, was das Tool da wirklich kann. Kannst du mich hören? Ja. Da ist unser Prinz Blechleber, er hat das Handy erfunden, wie ihr erkennen könnt. Ihr seht, wir grieseln ein wenig, es ist alles komplett vor Blue Screen oder Green Screen entstanden. Und in Full HD hat das Tool sogar dieses Rauschen wenig rausgerechnet und die Aufnahmen sehen wesentlich besser aus. Hier wieder SD-Qualität.
Da ist der Schauspieler, der auf die Murmeln hätte aufpassen sollen. Hat er nicht geschafft. Recht verwaschen das Ganze. Und wie gesagt, so SD-Qualität ist gerade mal 500 mal irgendwas Pixel. Fragt mich nicht. Und hier ist es wirklich hoch aufgelöst. Man sieht wirklich den Unterschied. Ich habe nochmal Standbilder rausgerechnet. Hier ein Standbild von mir in SD-Qualität. Und was dann dieses Tool, dieses AI-Tool draus macht, ist schon faszinierend. Hier beim Schorsch sieht man am Haar vor allem, dass es recht grieselig ist, wenig hin und her zittert. War nicht sehr schön. Und nach dem Upscale wurde das Ganze sogar korrigiert. Sieht echt klasse aus. Und fand darauf einen Krater, obwohl der Himmel blau und wolkenlos war. Das ist noch SD-Qualität. Man sieht, es ist sehr, sehr unscharf und zittrig, das Ganze. Und hier in Full HD macht das Ganze wirklich was her. Und ich habe wirklich die Einstellungen sehr dezent gewählt. Man kann es natürlich wie immer übertreiben. Hier wieder eine 3D-Renderung. Damals erstellt in View Infinite. Wer es kennt, googelt mal. Da gab es die Unreal Engine 5 noch nicht. Da habe ich diese Landschaftsanimation erstellt, komplett im Computer. Also so eine 10-Sekunden-Renderung oder 5 Sekunden. Das hat Tage gedauert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und hier seht ihr es, hier ist es total verwaschen. Es war auch keine gute zweite Kamera, die wir hier eingesetzt haben. Und hier ein Special Effect. Da zittert das Bild in den Nahen auch hin und her. Und ja, alles sehr unscharf und verwaschen. Und hier in Full HD hochgerendert. Ich weiß nicht, wie das Tool das macht. Es funktioniert echt gut in Full HD. Wir haben hier wieder klarere Konturen, ein schärferes Bild und vor allem die Special Effects hier, diese Spezialaufnahme, die sieht echt gut aus. Wie gesagt, in 4K hat es nicht so gut gewirkt. Da wird zu viel hineininterpretiert. Aber Full HD ist super. Hier haben wir den Vergleich. Links Full HD, rechts SD. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man, wo die Linie genau in der Mitte des Bildschirms, wo sie da durchläuft. Links Full HD, rechts vergrößert SD. Es ist ein extremer Unterschied. Auch eine schöne Spezialaufnahme. Ein schöner Special Effekt. Alles komplett vor Greenscreen. Hier der Bounce als Zauberer. Und der Rest in dem 3D-Programm View Infinite erstellt. Und hier haben wir das Ganze auf Full HD. Also, es macht wirklich was her. Es ist eine schöne Mittellösung, finde ich, zum SD-Material. Full HD funktioniert super. Ihr müsst einfach rumexperimentieren mit den Einstellungen. Und hier haben wir in der Mitte wieder die Linie. Links ist Full HD, rechts ist SD. Wenn ihr aufmerksam seid und da ein Auge dafür habt, dann seht ihr wirklich den Unterschied. Achtet auf den Hintergrund vielleicht. Und hier ein finaler Kampf. Das war episch, das war spannend. Auch wieder Greenscreen, die Kulisse komplett in 3D erstellt. Vergesst nicht, es war 2006, 2007. Also in dieser Zeit war das noch nicht so gang und gäbe für den Heimvideobereich. Da haben wir echt Gutes geleistet. Hier ist die Qualität bei uns recht unscharf hier auf dieser Brücke. Und dann jetzt hier der Vergleich. Full HD. Und wie gesagt, man könnte es auch übertreiben. Ich habe es sehr dezent gewählt, aber ihr seht es jetzt in der Aufzeichnung. Da kann ich es auch in guter Qualität auf YouTube hochladen. Es macht wirklich einen Unterschied. So kann man den Film tatsächlich wieder veröffentlichen. Hier ist er, knackscharf. Also, es ist der Wahnsinn. Hat ein bisschen lang gedauert. Ich habe euch noch ein paar Standbilder rausgerendert. Hier, der Bounce auf der Brücke hier in SD-Qualität und dann der Vergleich. Full HD. Natürlich bemerkt man, dass die AI-Software da am Gesicht ein wenig was macht, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde, das hat eine Wertigkeit und ist wirklich eine tolle Sache. Und so kann der Film perfekt enden und so wird man auch veröffentlichen. Da freue ich mich schon sehr, wenn der in nächster Zeit online gehen wird, weil so kann man wieder herzeigen. Also ich bin echt erstaunt, was AI mittlerweile kann. Ist es wirklich AI? Ich weiß es nicht. Aber das Resultat kann sich wirklich sehen lassen. Ich wollte es euch zeigen. Ich wollte euch zeigen, woran ich noch arbeite. Und ich wollte euch zeigen, was euch erwartet. Der Film wird hier auf diesem Kanal online gehen. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich habe auch schon jetzt eine halbe Stunde
Dreiviertelstunde wieder reingesehen und ich musste echt lachen. Er ist nicht perfekt, er ist uralt. Und wir waren auch noch nicht die Cracks im Drehbuch schreiben. Also der Bones hat das Drehbuch verfasst, ich habe Screenplay dann ein wenig editiert, damit es funktioniert für den Film. Und die Effekte damals, wir hatten noch nicht mal After Effects. Also das war mit, womit habe ich das gemacht? Wie ist das Programm? Jedes Mal vergesse ich es wieder. Es steht im Abspann bestimmt dabei. War ein Tool, das hat nicht viel gekostet und da haben wir dann mit Greenscreen haben wir da gearbeitet. Schaut ihn euch an. Ich überlege noch, wann ich ihn veröffentliche. Wir suchen einen Termin raus und ich mache da so eine Premiere auf YouTube und dann kann man da live dabei chatten und vielleicht schaffe ich es ja auch, dass der ein oder andere Darsteller oder auch der Bautz, dass die Leute dann bei diesem Stream, bei dieser Live-Premiere dabei sind und im Chat Frage und Antwort stehen, wenn ihr da Fragen habt oder dass wir da einfach ein wenig schreiben. Es wird in den nächsten Wochen passieren. Das ist der Stand der Dinge. Ich hoffe, es interessiert euch und ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn es soweit ist. Danke fürs Zusehen. Euer Cesco von Halb Acht Film und Explore.